Die Leute reden immer über Magie. Aber wo ist Magie, wenn ich sie brauche? Na hier! Sauberkeit ist der Schlüssel zur Gesundheit. Aber es ist immer so anstrengend. Ich werde mich erstmal etwas stärken. Der Besen kommt mir gerade recht. Aber wer hat ihn hier liegen lassen? Es ist nicht nur ein Besen. Er ist magisch. Leg deine Decke auf den Besen. Und fliegt. Ich flieg ganz hoch. Bis zu den Wolken. Hey, was machst du? Ich wollte schon immer fliegen. Na los, runter da. Und geh vom Hocker runter. Dieser Trick ist ja einfach. Ihr braucht einfach nur einen Hocker. Und die Decke sollt ihr ihm bedecken. Wer will nicht gerne fliegen? Ich wette, ich kann einen Geldschein bewegen. Bist du etwa eine Zauberin? Naja, irgendwie schon. Hier, nimm den Schein. Abracadabra. Ich spreche einfach mit dem Geld. Die Verbindung wird hergestellt. Oh Gott, der Schein bewegt sich. Es ist wie echte Magie. Und du hast mir nicht geglaubt. Ich nehme an, das ist meine Belohnung. Möchtet ihr so Geld verdienen? Sieht zu und lernt. Nehmt den Schein, faltet ihn, reibt ihn gründlich, sodass die Seiten ein wenig aufrollen. Und legt ihn mit der gebogenen Seite nach unten auf eine ebene Fläche. Während der Schein sich entfaltet, braucht ihr nur noch magische Bewegungen machen. Das Geld gehört dir. Ich muss dir was zeigen. Ich glaube, in mir lebt ein kleines Lebewesen. Hier, siehst du? Es berührt mich. Es ist so gruselig. Ja, sicher. Dieser Arm sieht eher aus wie ein Puppenarm. Komm schon, zeig her. Du hast also den Arm von einer Babypuppe abgerissen und ihn auf deinen kleinen Finger gelegt. Du wirst wohl noch an deinen Tricks arbeiten müssen. Schön, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe. Mein Arm wurde von einer bösen Kiste als Geisel genommen. Schneide einfach meinen Arm ab, damit er wieder befreit ist. Was, ist das dein Ernst? Aber für dich tue ich alles. Schneide genau hier. Nicht so. Oh nein, jetzt hängt mein Arm an einem Faden. Meine Freundin wird ohnmächtig. Pfff, Schwächling. Jetzt wird sie das Geheimnis dieser Schachtel nicht mehr sehen. Ein paar Öffnungen, Folienwände und mehr braucht es nicht. Aber wem soll ich jetzt die Tricks zeigen? Sich von Instagram-Feeds fernhalten? Oh nein, jetzt werde ich drei Deckel gleichzeitig mit meinem Fuß wegkicken. Los geht's! Schachmatt! Wow, alle Deckel sind ab. Bist du ein Karate-Champion? Sie hat vergessen, die Flaschen vom Tisch zu lösen. Oh, was ist das? Eine Hose mit Socken. Die hat sie dafür also benutzt. Das war wohl wieder mal ein Trick. Von wegen weggekickt. Was machst du hier? Hey, leg dein Smartphone beiseite. Schau dir den Trick an. Wow, etwas Flexibilität und kein Schummeln. Cool, oder? Ja, ich weiß, wie es geht. Tut das nicht weh? Überhaupt nicht. Weißt du auch warum? Keine Ahnung. Das liegt daran, dass ich nichts abreiße, sondern nur meinen Finger beuge. Hier, siehst du? Es ist ein wenig schwer, aber es tut überhaupt nicht weh. Soll ich dir das auch mit dem Daumen zeigen? Du kannst es ja auch mal probieren. Beim ersten Mal ist es nicht so einfach, aber mit etwas Übung bekommt man alles hin. Also, versuche es immer weiter und ich gehe erst mal. Aufwachen! Steh auf! Schau mal, was ich kann! Leg ein paar Gummibänder um deine Finger. Schau genau hin. Einer ist gelb und einer ist... Bäm! Und die Gummibänder ändern ihre Position. Kannst du das auch? Nein, es funktioniert nicht. Kein Problem. Ich werde dir diesen Trick beibringen. Du musst nur deine Finger auf die Gummibänder legen. Mach eine Faust und nimm deinen Finger heraus. Und umgekehrt. Hast du es verstanden? Das ist der Wahnsinn. Diesen Trick merke ich mir. Lieber Spiegel, nimm meine Hand.
bitte. Wow, das klappt ja wirklich. Hast du es aufgenommen? Dabei ist das nur eine optische Täuschung. Das Wichtigste ist, die Hände vor dem Spiegel, ohne ein Spiegelbild aufzunehmen. Der Winkel ist entscheidend. Ich wollte dich was fragen. Oh mein Gott, woher hast du diesen Finger in deinem Kopf? Wie lange hast du das schon? Oh, ich habe mich falsch am Ohr gekratzt. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Oh, also da kann ich dir auch nicht helfen. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Ha, du hast das geglaubt. Ja, es sieht echt aus. Aber es ist nur ein Gummifinger. Hey, dieser Trick wird ohne dich nicht funktionieren. Ich brauch dich und deinen riesigen Karton. Geh da rein. Na los, trau dich. Vertrau mir einfach. Du brauchst nicht nervös sein. Schließ den Karton. Dreh den Karton mehrmals und sag deinen Zauberspruch. Und öffne den Karton, wenn niemand drin ist. Ein Wunder? Nein, natürlich nicht. Meine Freundin hat sich einfach nur hinter der Couch versteckt. Wichtig ist, dass sie wirklich einen großen Karton braucht. Hey, was liest du? Kann ich mich setzen? Natürlich. Ich lese etwas über Milchmagie. Ich will auch gleich was ausprobieren. Hier, ich lege meine Hand in die Milch hinein. Siehst du, was passiert? Oh, sie verschwindet. Wie machst du das? Wie kann deine Hand die Milch trinken? Eigentlich ist das Geheimnis nur ein Strohhalm. Verbindet ein paar Strohhalme zu einem langen. Versteckt den langen Strohhalm unter der Kleidung und haltet ihn mit eurer Hand. Und versteckt ihn am Kragen. So könnt ihr ihn schnell verstecken. Es ist ganz einfach. Ich weiß genau, was dich aufmuntern wird. Ich habe 2 Gummibänder. Sie sind verwickelt. Und jetzt werde ich sie mit einer Hand entwirren. Boom! Geschafft! Ich schaffe das gar nicht. Kannst du mir das beibringen? Klar. Alles, was du machen musst, ist das Gummiband mit dem Zeigefinger so zu fangen. Ich hab's geschafft. Ist das langweilig? Ich glaube, du brauchst etwas Magie und Cola. Und ich habe beides. Eine Flasche wird als Geschenk verpackt. Ich habe sie in die Tasche gelegt. Aber die Cola ist weg? Wo ist sie denn? Wow, das ist Magie. Sie ist in der Tasche und dennoch ist sie woanders. Hast du die Tasche in einem Zauberladen gekauft? Ja. Hör auf zu spinnen. Alles, was ich gekauft habe, war eine Schere, um einen Kreis auszuschneiden. Schneidet ein Loch für die Flasche in die Tasche und versteckt die Flasche im Ärmel, während ihr die Tasche schließt. Setzt dann die Flasche beim Öffnen wieder hinein. Das ist schon alles. Erinnerst du dich, als du immer gesagt hast, dass meine Taschen rausgucken? Dann solltest du das mal sehen. Das ist Wahnsinn. Wie geht das? Ach, du hast eine Schnur an deine Tasche angebunden und ziehst sie durch die Hose. Ich wusste es. Die Schnur ist hinten. Und wenn du daran ziehst, geht die Tasche zurück. Es ist keine Magie. Du musst noch viel lernen. Hey, hi. Ich glaube, du brauchst dringend etwas Magie. Ich hab was für dich. Gib mir einen Stift. Er ist blau und jetzt ist er pink. Willst du es auch mal ausprobieren? Es klappt nicht. Okay, ich hatte 2 Marker. Und während du einen siehst, versteckt sich der andere in meiner Handfläche. Im richtigen Moment vertausche ich beide. Das ist ganz einfach. Cool, ich will es auch ausprobieren. Hi, ich bin eine Zauberin und ich kann meine Hand vom Arm abnehmen. Es ist gar nicht so einfach und es tut weh, aber das ist alles nur für euch. Beeindruckend, oder? Was? Wow, zeig mir deine Finger. Ha, ich wusste es. Irgendwas befindet sich zwischen deinen Fingern. Es ist ein schwarzer Stoff. Und du trägst ein schwarzes Shirt. Spreiz die Finger und erzeugt eine Illusion. Wie fandet ihr unsere Zaubertricks?
Welche würdet ihr gerne mal ausprobieren? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.